Ganz klar, alles wartet auf die morgige FED-Sitzung. Eins gilt fast als sicher, dass die US-Notenbank die Zinsen nochmal um 0,75% anheben wird. Aber dann, was kommt dann? Der Ausblick, der wird entscheidend sein, wie es mit den Märkten weitergeht. Und einer der wirklich entscheidenden Fragen ist die FED wirklich unabhängig oder nur formal unabhängig? Denn der politische Druck auf diese US-Notenbank, der steigt immens und er steigt vor allem durch die regierenden US-Demokraten. Die sagen, Mensch, du hast doch ein duales Mandat, du sollst einerseits Preisstabilität gewährleisten, aber andererseits auch gucken, dass die Arbeitslosigkeit nicht nach oben geht. Und genau das tut ihr jetzt mit diesen Zinsanhebungen. Dann werden Millionen von Amerikanern arbeitslos und das wollen wir nicht. Und insgesamt ist es ja so, dass Geldpolitik durch eine Notenbank natürlich sehr, sehr stark in den politischen Bereich hineinstrahlt, etwa Zinskosten. Was da die Fed jetzt vorhat mit Zinsanhebungen, wird den amerikanischen Staat wahnsinnig viel Geld kosten an Zinsbelastung. Dieses Geld fehlt dann woanders, wenn ich jetzt ein Senator bin zum Beispiel und dann deswegen bestimmte Gelder nicht erhalte für mein Bundesland, keine Schulen bauen kann etc., dann nervt mich das, dann bin ich damit unzufrieden. Und genau das ist jetzt die Situation. Einerseits wird das sehr kostspielig sein, was die FED hier, wenn sie dabei bleibt, was sie vorher gesagt hat, wirklich durchzieht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite fürchten die Demokraten, dass ihnen die Wähler weglaufen, dass Millionen von Amerikanern erst durch die Inflation getroffen werden und dann noch arbeitslos werden. Worst case, damit kannst du keine Wahlen gewinnen. Also setzt man Paul unter Druck und sagt, Mensch, steuer jetzt um. Wir sehen hier erneut eine Aufforderung, ein offener Brief von 10 US-Senatoren, darunter Elizabeth Warren und Bernie Sanders als bekannteste wohl, also von den Linken seitens der Demokraten. Und da heißt es hier in diesem offenen Brief, der von 10 Senatoren unterschrieben wurde, heißt es, ja, wir wollen gerne mehr Informationen haben. Wir sind sehr, sehr besorgt, denn wenn du hier die Zinsen weiter anhebst, dann wird das amerikanischen Familien schwer schaden. Das wird ihnen Schmerzen verursachen. Das wird Arbeitslosigkeit verursachen und die normalen Berechnungen, wenn die FED jetzt so einigermaßen sich an das Skript hält, das sie hier selbst aufgezeigt hat, ist, dass die Arbeitslosigkeit deutlich steigen wird von um und bei 6 Millionen Amerikanern, die derzeit ohne Job sind, auf dann knapp 11 Millionen Amerikaner, ein Anstieg von um und bei 80% der Arbeitslosenzahl. Das ist richtig viel und da werden die Demokraten immer nervöser, kürzlich schon ja, und das finde ich wirklich nach wie vor unglaublich. Der oberste Aufseher im Senat, der FED, nämlich Mr. Brown, der jedes Quartal den FED-Chef in den Senat zitiert und ihn befragt, neben anderen Senatoren, der hat schon vor einigen Tagen einen Brief geschrieben und gesagt, nee, also bitte jetzt mal stoppen, denn die Arbeitslosigkeit wird nach oben gehen. Die Demokraten, die regierenden Demokraten sind also nicht wirklich happy. Und das liegt auch daran, dass ihnen derzeit die Fälle davon schwimmen. Es wird jetzt wohl ziemlich eng für die Demokraten, so wie es jetzt aussieht. Dürften sie bei den Zwischenwahlen am 8. November, also genau nächste Woche, dürften sie beide Kammern verlieren. Also sowohl das Abgeordnetenhaus als auch den US-Senat. Beim Senat schien das lange so, als würden sie den halten können. Dann war es pari 49-49 nach Umfragen mit einer Unschärfe-Komponente. Jetzt sieht es so aus, dass die Republikaner eben auch den Senat dann bekommen. Und jetzt geht denen natürlich die Muffe. Und die sagen, Mensch, das ist ja ein Stück weit auch durch diese scharfen Zinsanstiege, die letztendlich den Amerikanern das Leben schwerer machen. Und wenn wir uns jetzt dafür einsetzen, dass das Ganze nicht ganz so krass kommt, dann können wir vielleicht bei den Wählern punkten. Also der politische Druck auf Jerome Powell und die Fed steigt immens. Und die entscheidende Frage ist, gibt er diesen Druck nach, ja oder nein? Formal, wie gesagt, ist die FED unabhängig, aber meine These ist ja, dass die FED erst wirklich umgesteuert hat, nachdem Biden, US-Präsident Biden, die Führungsspitze der FED nominiert hat und die dann plötzlich Inflationsbekämpfung als oberste Priorität aufgerufen hat. Das war sehr erstaunlich, wie ich damals fand, sehr auffällig. Und heute hat dann der Wirtschaftsberater Bernstein gesagt, ja, Biden hat den FED-Pivot, und der unterstützt diesen FED-Pivot, also die Wende der FED.
und dann erstmal große Konfusion. Ja, welche Wende der Fed jetzt? Was ist denn gemeint? Hat die Fed jetzt schon eine Wende gemacht? Wissen die Regierenden, dass die Fed eine Wende jetzt bereits eingeleitet hat? Ja oder nein? Später wurde dann klargestellt, nein, also es sei gemeint, diesen Pivot der Fed in Sachen Inflationsbekämpfung, den hätte Biden also vorbehaltlos unterstützt. Also auch hier sehen wir auch das zeigt so ein bisschen, die komplette Unabhängigkeit der Fed ist natürlich auf dem Papier gegeben, aber da das Ganze extrem politisch ist, extrem wichtig für die Politik ist, ist da natürlich immer viel, viel Spielraum für Interpretationen, und nicht zuletzt ist Herr Powell nochmal nominiert worden von US-Präsident Biden. Das ist ja mal völlig klar. Jetzt schauen wir uns mal an, warum die Märkte heute gestiegen sind. Es ist wirklich diese Headline, die aus einem Bloomberg-Artikel stammt, nämlich der von Paul selbst bevorzugte Indikator für die kommende Rezession hat angeschlagen. Es ist eine Inversion bei dreimonatigen Anleihen, Mitte praktisch da, wo die Märkte erwarten, dass diese dreimonatigen Anleiherenditen in den nächsten 18 Monaten sein werden. Etwas kompliziert, aber Paul hat immer explizit gesagt, dass ist für mich das entscheidende Signal, ob wir eine Rezession vor uns haben, nicht eine invertierte Zinskurve, 2- und 10-jährige Staatsanleihen oder 3-monatige und 10-jährige Staatsanleihen, sondern dieses Kriterium hier mit diesen 3-Monats-Anleihen. Und die Märkte, die Algos, haben diese Headline gelesen und haben sich gesagt, schick, siehst du, also Paul hat jetzt faktisch durch die Märkte das Signal bekommen, ja, es kommt doch eine Rezession, also warum willst du dann die Zinsen anheben? Deswegen Renditen heute deutlich zunächst mal nach unten gegangen, Dollar nach unten gegangen, Aktienmärkte nach oben gegangen. Und dann kam zunächst der ISM-Index, heute um 15 Uhr deutscher Zeit, und der war 50,2, also knapp noch im Wachstumsbereich. Ich hatte gedacht eigentlich, dass er darunter fällt, aber wir sehen auch hier klar abnehmende Tendenz beim ISM-Index. Und dann sehen wir, dass vor allem die Preise gefallen sind. Werde ich gleich nochmal zeigen. Hier sehen wir, dass wahrscheinlich der Hochpunkt der Inflation sowieso vorbei ist, die Inflationsdynamik schon disinflationär wird. Es gibt hier diese sehr gute Grafik von Game of Trades, wo man zeigt, die sogenannte Trend-Inflation und eben die Core CPI, also Kerninflation, und Frühindikatoren für die Inflation. Diese Frühindikatoren, die drehen bereits nach unten, sind eindeutig nach unten gerichtet, während die Kernrate der Inflation nach wie vor steigt. Und insgesamt ist die Fed-Politik ja mit diesen Zinsanhebungen und jetzt auch der Bilanzreduzierung in der letzten Woche hat die Fed ja das erste Mal so richtig substanziell auch ihre Bilanzsumme verringert. Hier sehen wir, dass also jetzt wirklich diese Geldpolitik schon restriktiv ist. Also man ist wirklich dabei, hier voll auf das Bremspedal zu gehen. Und eins zeigt eben auch an, wie die Inflationsdynamik sich entwickeln wird. Das ist die Geldmenge M2. Und wir sehen, das geht rapide nach unten mit dieser Geldmenge M2. Die schrumpft in den 3 der letzten 4 Monate relativ deutlich. Ein Vorindikator auf das, was kommt. Als die Geldmenge explodierte nach oben, da haben wir gesehen, dass die Inflation dann gefolgt ist. Dementsprechend wird diese Inflation nach unten kommen. Inflation ist also eigentlich schon gegessen, könnte man sagen, als wirklich akutes Phänomen, mit dem man es zu tun hat. Und das war das, was ich vorhin sagen wollte zum ISM, sieht man auch in der Preisentwicklung. Die Preise mit 46 deutlich unter der 50er-Marke, das heißt, die Preise fallen bereits. Das ist hier klar erkennbar. Die Price is paid auf dem niedrigsten Niveau seit März 2009. Also da ist ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen bei den Preisen. Gleichzeitig sehen wir, dass der Wert von 50,2 der niedrigste ist seit Mai 2020, also seit Corona, könnte man sagen. Also es geht deutlich nach unten mit der Wirtschaft und es geht eben auch deutlich nach unten mit dem Inflationsdruck. Das sehen wir hier auch in diesen beiden Grafiken. Da ist einmal, wie viel Prozent der Unternehmen wollen ihre Preise anheben, deutlich nach unten weisen. Wie viele Unternehmen wollen die Löhne anheben, deutlich nach unten weisen. Deswegen sagt Morgan Stanley zu Recht, wir haben schon eine disinflationäre Phase. Muss die Fed also da jetzt voll in die Eisen gehen? So die Überlegungen der Märkte, dann nochmal gestützt durch dieses Rezessionssignal für Jerome Powell. Aber dann, auch um 15 Uhr deutscher Zeit, zeitgleich mit dem ISM-Index, wurde der JOLTS Report veröffentlicht. Das sind praktisch die freien, die offenen, von Arbeitgebern angebotenen Stellen in den USA. Und hier hatte man eigentlich
ein Wert von 10 Millionen erwartet und es sind über 10,7 Millionen erwartet und bums, die Märkte runter, Renditen wieder nach oben, Dollar wieder nach oben, Aktienmärkte nach unten, weil man sich sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn der Arbeitsmarkt so stark ist, dann kann die Fed ja die Zinsen nicht wirklich pausieren lassen oder die Zinsanstiege pausieren, das wird gar nicht gehen. Aber meine Damen und Herren, eins dürfen wir nicht vergessen, der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator. Ganz wichtig, es gibt viele Frühindikatoren, die zeigen, was kommen und es gibt den Arbeitsmarkt, der zeigt, was gewesen ist. So könnte man es vielleicht formulieren. Jedenfalls die Märkte total entsetzt, steigende Renditen, wieder fallender Dollar. Hier sehen wir, dass eben diese Job-Openings in manchen Kategorien jetzt auch in Relation zu den Vacancies, also zu den unbesetzten Stellen, da hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt laut diesen JOLTS-Daten, am Freitag bekommen wir ja die großen Arbeitsmarktdaten, verschlechtert. Also der Arbeitsmarkt ist enger geworden und daher die Panik an den Märkten. Sehen wir hier auch nochmal, dass eigentlich diese angebotenen Stellen, dass das Wachstum der angebotenen Stellen deutlich abnimmt. Vor allem im Bereich Durable Goods, wie auch Government Education. Also eigentlich ist das jetzt nicht wirklich so eine Kennzahl, die wirklich uns, naja, wirklich zuverlässig sagt, dass der Arbeitsmarkt immer noch richtig heiß ist. Da sehen wir schon viele Komponenten, die auch ganz klar nach unten zeigen. Aber die Märkte haben sich total erschreckt und wir sehen hier Stärke des Dollars, Euro-Dollar, der zuvor knapp unter 1,01 ein Doppeltop gemacht hatte, dann wieder deutlich unter der Marke der Parität in diesem Chart von Capital.com. Also Dollarstärke, Renditen nach oben heißt schwächere Aktienkurse und genau das sehen wir dann heute, nachdem es vorher, wie gesagt, nach oben gegangen ist. Jetzt ist die Frage. Einerseits ist dieser politische Druck da auf die Fed, gar keine Frage. Auf der anderen Seite hat die Fed natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil man die Inflation so lange so falsch eingeschätzt hat, dann im November endlich umgesteuert hat. Aber es hat dann nochmal 4 Monate gedauert, bis man ein kleines Zinsschüttchen dann im März begonnen hat. Da ist also Zeit verloren worden. Will man jetzt Glaubwürdigkeit wiederherstellen, indem man praktisch jetzt komplett eben auf dem Bremspedal bleibt? Oder orientiert man sich wirklich an den Fakten? Und das sind etwa Leading Indicators, das sind eben diese disinflationären Aspekte, die ich Ihnen bereits gezeigt hatte. Und auch die Arbeitslosenrate, die mit 3,5% ja jetzt total niedrig ist. Wenn wir das mal adjustieren würden mit der sogenannten Labor Force Participation, also dem Anteil derjenigen, die überhaupt Arbeit noch suchen, dann sehen wir, dass wir schon bereits eine deutlich steigende Arbeitslosigkeit hätten. Genau das ist der Punkt. Und insgesamt ein Gerede von der starken Wirtschaft und starken Konsumenten in den USA ist wahrscheinlich unberechtigt. Wir hatten die Einkaufsmanager-Indizes kürzlich bei 45. Wir haben einen geradezu kollabierenden Immobilienmarkt, zumindest ganz stark abkühlenden Immobilienmarkt. Wir haben eine immer weiter fallende Sparquote. Wir haben 27% der kleinen Firmen, die massive Probleme haben, ihre monatlichen Mieten zu bezahlen und. Wir sehen invertierte Zinskurven, wo das Auge hinblickt. Also die Dinge sind eigentlich relativ klar und wir haben natürlich auch teilweise jetzt in diesem Jahr ziemlich ausgebombte Märkte gesehen. Aber wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, ob die Fed ein bisschen blinzelt, ja oder nein. Die Märkte sind übergeordnet, überverkauft, gar keine Frage. Es sind vor allem die Growth-Werte, die jetzt abgestuft werden von Analysten. Die sind ja immer ganz vorne dabei, gell? Kaum fällt ein Kurs 50%, dann gibt es eine Abstufung. Ne? Kaum steigt er 50%, gibt es eine Aufstufung. So ist es nun mal. Aber, und da bin ich hier komplett bei Lance Roberts, der sagt, ja, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wahrscheinlich möglich ist, nämlich, dass wir saisonal eine super Zeit haben durch Buybacks, steigende Aktienkurse nochmal zum Ende des Jahres sehen werden. Vor allem sollte die Fed es nicht allzu böse meinen mit den Märkten, aber übergeordnet ist Vorsicht angebracht, denn im nächsten Jahr beginnt eine heftige Earnings Recession, das heißt Umsätze und vor allem Margen der Unternehmen werden nach unten gehen und damit stellt sich dann die Bewertungsfrage. Da bin ich voll in diesem Camp zu sagen, okay, wir haben durchaus eine Chance eben auf eine Rallye bis Jahresende, aber 23 wird dann auch kein Zuckerschlecken, das sollte man sich vielleicht zu Gemüte führen. Ja, und morgen, da kann alles passieren. Hier sagt ja morgen, sagt JP Morgan. Also,
Es könnte nach oben gehen 10%, etwa wenn die Fed nur die Zinsen um 0,5% anhebt. Derzeit preisen die Fed Fund Futures allerdings eine Wahrscheinlichkeit von 88% ein. Das ist doch 75 Basispunkte, also 0,75% werden. Und wenn es total hawkisch wird in der Kommunikation, dann könnten die Märkte auch 8% crashen. Wie man auf diese Kennzahlen kommt, weiß ich jetzt nicht persönlich, aber ich sage mal, vielleicht könnten die Märkte dann morgen 325% steigen oder 527% fallen, um mal eine Zahl zu nennen, die greifbar ist, ja, mit der man was anfangen kann, wo man traden kann auf solche Projektionen. Und das also natürlich jetzt die ganz große Gretchenfrage, politische Unabhängigkeit, politischer Druck. Wie wird die Fed wirklich auf die Zahlen reagieren, auf die Daten reagieren, auf vorlaufende Indikatoren oder nachlaufende Indikatoren wie den Arbeitsmarkt? Und das wird alles natürlich auch den Goldpreis maßgeblich beeinflussen. Wir sehen jetzt hier, dass im dritten Quartal die Zentralbanken massiv Gold gekauft haben, deutlich mehr als letztes Jahr. Allerdings weiß man noch nicht, welche Zentralbanken wie viel Gold gekauft haben. Man weiß nur, dass man deutlich, deutlich mehr gekauft hat als damals noch vor einem Jahr. Und wer auf jeden Fall Gold gekauft hat, das wissen wir, sind die Russen. Und die beschuldigen jetzt die Briten und sagen, ihr habt sozusagen Nord Stream in die Luft gesprengt. Es gibt ja hier diese These, dass Liz Truss eine Stunde nach der Explosion, die ja seismisch erfassbar ist, dann an Außenminister Blinken eine Nachricht geschickt hatte mit dem kurzen Satz, the job is done. Mal sehen, was daraus wird. Natürlich eine Kreml-Information mit sehr viel Vorsicht zu genießen, aber auffällig natürlich schon, dass wir bisher nicht wirklich stichhaltige Belege auch bekommen haben. Auf der anderen Seite, dass die Russen es gewesen sein könnte. Also das wird noch ein interessantes Spiel. Wahrscheinlich werden wir es nie wirklich restlos sicher erfahren, wer das gewesen ist. Was wir ziemlich sicher wissen allerdings ist, dass der November in Europa und auch in Deutschland wohl ziemlich warm wird. Nach diesem super warmen Oktober dürfte auch der November warm bleiben. Und das bedeutet, dass Energiepreise wahrscheinlich unter Druck bleiben. Und das ist gut für die Konjunktur. Das ist wahrscheinlich, müssen dann einige Analysten jetzt hergehen und Europa wieder ein bisschen aufstufen, nachdem die Lage ja sehr schwarz gemalt wurde. Zumal Indizes wie der DAX ja deutlich gestiegen sind, über 13.300 Punkte. Aber das Wetter hilft, ist Habecks Freund, wie heute eine Schlagzeile lautete. Und natürlich auch ein Freund der großartigen EZB. Wir haben ja die Madame Lagarde, die im Fernsehen jetzt gestern den Satz gesagt hat, also die Inflation, die kam ja aus dem Nichts. Und Sven Henrik zeigt hier mal die Bilanzsumme der EZB unten in dem Chart. Und tatsächlich, die kam aus dem Nichts, gell? Also, weil das hat ja mit Geldmengenausweitung nichts zu tun, die Inflation. Das ist nur wegen dem Putin. Ne? Also, wenn der Putin in Ukraine einmarschiert, haben wir Inflation. Wenn er wieder rausmarschiert, dann ist die Inflation vorbei. Warum brauchen wir dann die Zinsen anheben? Ne? Einmal eine Frage an die Volkswirte da draußen. Ne? Da musst du ja mal solche Faktoren wie den Putin mit einrechnen. Das macht der keiner. Ne? Muss ich ja mal einführen, dann auch letztendlich. Jedenfalls haben wir da einen Artikel geschrieben. Lagarde sagt dann auch, wir wollen runter auf 2%, und das ist auch wieder so eine Illusion, als könnte eine Zentralbank wirklich die Inflation steuern. Das Planungsbüro kann das einfach nicht so. Der Titel dieses Artikels und der zweite Artikel, den ich ans Herz legen möchte, nochmal eine Vertiefung dessen, was mit diesem Lieblingssignal für Rezession bei Jerome Powell gemeint ist. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Morgen Videoausblick und dann das Markefeste früher vor der Fed-Sitzung, die ich dann ja abbilden werde ab 19 Uhr deutscher Zeit aufgrund der Zeitumstellung. Also zwei Artikelempfehlungen. Wir sehen uns morgen hoffentlich. Servus, ciao.